Moin moin Seekross-Freunde, willkommen zurück auf dem Seekross-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und willkommen zur neuen Flaschenpost. Heute mit vier Themen, die wir euch an der rechten Seite wieder einblenden, was auch so ein bisschen als Inhaltsverzeichnis dienen kann. Wenn ihr zum Beispiel erst nur euch das dritte Thema interessiert oder das vierte Thema, könnt ihr dann ein bisschen vorspulen und könnt dann sehen, welches Thema jetzt gerade besprochen wird. Gut, fangen wir direkt oben an und zwar die Änderung beim Überwachungsradar. Mit dem Update 081 wird eine neue Überwachungsradar- und Wassereinbruchmechanik ins Spiel integriert. Wir wollen uns erstmal dem ersteren widmen. Wie funktioniert denn Überwachungsradar aktuell? Aktuell ist es so, dass ihr in eurer Moskwa sitzt und dann, also jetzt als Beispiel in eurer Moskwa sitzt und ihr drückt dann den Radarknopf und in dem Moment wird alles, was in der Umkreis von 11,7 Kilometer um euer Schiff herum rumschwimmt sozusagen, ob hinter Inseln, im Nebel oder sonst wo, aufgeklärt und erscheint sofort für euch und eure Verbündeten. Das wird sich ändern. Und zwar wird es in Zukunft so sein, ihr sitzt in eurer Moskwa und sagt, ich möchte jetzt mein Überwachungsradar benutzen und in dem Moment drückt ihr darauf und dann seht ihr euer Ziel, was ihr erwartet oder halt auch nicht erwartet, sofort aufgeblendet. Für eure restlichen Alliierten, also das Schiff links neben euch, rechts neben euch und so weiter, wird euer Ziel, was ihr erfasst habt mit dem Radar, erst nach 6 Sekunden sehen. Das heißt, ihr habt 6 Sekunden Zeit darauf zu wirken, bevor es alle anderen sehen, aber der gegnerische Zerstörer als Beispiel hat auch 6 Sekunden Zeit, geeignete Gegenmaßnahmen gegen euer Radar durchzuführen. Er fährt eben weg, er dreht von der Breitseite halt ins schmale Profil, versteckt sich hinter die Insel, setzt sich in Bewegung, was auch immer er dann tun möchte. Das soll einfach dazu führen, dass ein Zerstörer nicht mehr schonungslos und ja, einfach so der Radarmechanik ausgeliefert ist, sondern er ja, eine bessere Variante hat, sich dagegen zu verteidigen, bevor das gesamte Team, also Team Rot aus seiner Sicht gesehen, dann quasi auf ihn schießt, weil er gerade am Cap ist und da irgendwie sich Mühe gibt, da zu cappen oder solche Sachen. So soll Überwachungsradar demnächst funktionieren. Ja? Das kommt halt mit dem nächsten Update ins Spiel. Ihr könnt hier auch nochmal sehen, wenn ihr in eurer Moskwa sitzt und jetzt quasi in Zukunft auf euren Radarknopf drückt, dann erscheint für euer alliiertes Team dieses Schiff, was ihr schon richtig seht und beschießen könnt, als sozusagen Kartenumrandung, als ein Schiff, was da ist, aber noch nicht aufgeklärt und was noch nicht im 3D-Modell anvisiert werden kann. Ja, das, wie gesagt, ist dann erst nach 6 Sekunden möglich. Es gibt euch aber auch einen Vorteil. Zum einen wird die Radarstehzeit für euch, zum Beispiel bei der Moskwa, um 5 Sekunden verlängert und ihr habt die Möglichkeit, euer Team vorzuwarnen. Wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Und dann sind die Geschütze eurer Verbündeten möglicherweise schon in die Richtung ausgerichtet. Und dafür haben sie dann halt 6 Sekunden länger Zeit. Ja, und genauso hat eben der DD dann eben die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich bringe mich mal lieber in Sicherheit, dass hier sind mir zu viele Leute oder, mit dem Radar habe ich hier gar nicht gerechnet, ich muss hier abhauen, wie auch immer. Ja, das ist eben das, was damit verbessert werden soll für beide Seiten. So. Ne, wie wird sich denn das Radar ins, quasi verändern? Es wird nämlich einen Reichweiten-Buff und eine Aktivitätsverlängerung geben. Ja, ihr seht hier schon, bei sowjetischen Kreuzern gibt es dann Chapaev, Dimitri Donskoi, Kronstadt, Moskwa und Stalingrad. Da werden das Radar nämlich erhöht bekommen, nämlich von 11,7 auf 12 Kilometer. Es ist dann einfacher zu merken, wie weit dieses Radar eben kommt. Bei britischen Kreuzern geht es generell auf 10 Kilometer hoch. Ist auch ganz einfach zu merken, von 8 bis 10 sind es immer 10 Kilometer und bei der Belfast sind es 8,5 Kilometer. Bei amerikanischen Kreuzern ist es unterteilt nach schwer und leichten Kreuzer und dann gibt es ja auch noch ein Schlachtschiff, was Radar hat. Da gehen wir jetzt drauf ein. Also die Baltimore bis zur Desmo haben 10 Kilometer. Die Indianapolis und die Alaska sind Premium-Schiffe. Indianapolis auf T7 hat jetzt auch 10 Kilometer. Die Alaska auf T9 hat auch 10 Kilometer. Dann haben wir noch die Salem und die Wichita. Die Salem ist schon im Arsenal für, ich glaube, Kohle erhältlich und kann 8,5 Kilometer das Radar benutzen. Und die Wichita ist aktuell noch nicht im Spiel verfügbar und kann 9 Kilometer Radar benutzen.
Dann gibt es noch den Einsatzbereich für leichte amerikanische Kreuzer, Cleveland, Seattle und Worcester. Die haben 9 Kilometer Aktivitätsreichweite. Und dann gibt es da auch wieder noch einen Sprössling, nämlich die T7 Atlanta. Die kommt 8,5 Kilometer weit mit ihrem Radar. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es natürlich noch ein Schlachtschiff bei den Amerikanern. Wer hat es vergessen? Die Missouri, die ihr auch ihr Radar ein bisschen erweitert bekommt, um 50 Meter sozusagen auf 5,9 Kilometer glatt. Ja? Das sind die neuen Werte, wie das Radar dann in Zukunft im Spiel funktionieren wird. Also man kann sich eigentlich immer grob merken, Russen alle 12 Kilometer, Briten muss man von mindestens 10 Kilometer ausgehen und genauso auch bei den Amerikanern. Ja? Von mindestens 10 Kilometer oder eben einen Ticken weniger, das kann man für unsere Hobbyspieler sozusagen als Pi mal Daumenwert so ein bisschen nehmen. 12 und 10 Kilometer sind jeweils die Max-Reichweiten. So, dann haben wir die Wirkungsdauer auch nochmal verändert. Nämlich, ihr wisst ja jetzt, hatte ich ja schon eingangs erzählt, 6 Sekunden ist quasi diese sozusagen Vorbereitungszeit in dem Radar als sozusagen eingebaut. Ihr als das Schiff, was Radar benutzt, kann den Gegner sofort angreifen, alle anderen Alliierten eben 6 Sekunden verzögert und deswegen wird die Radar-Aktivitätszeit verlängert. Nämlich bei der Black von 20 auf 22 Sekunden, bei der Hinsen Young von 15 auf 20 und so weiter und so fort. Bei der Moskva hier dann zum Beispiel von 25 auf 30, Stalingrad 25 auf 30. Das heißt, die T10-Schiffe oder T9-Schiffe bekommen dann hier schon fast die ganze Zeit erstattet, die sie selber jetzt nicht mehr für die Alliierten mit aufklären. Also die 6 Sekunden kriegen diejenigen fast voll erstattet. Es wird sich aber noch etwas anderes verändern, nämlich das Interface für die Teamarbeit wird überarbeitet werden. Und zwar zum Ersten wird sich verändern, dass ihr in Zukunft automatisch eine Nachricht in den Teamchat spammt oder schreibt und da steht dann drinne: ich habe Hydroakustik gestartet oder ich habe Überwachungsradar gestartet. Dazu gibt es einen speziellen visuellen Effekt, der über eurem Schiff erscheint. Ja, nämlich sozusagen das Radarsymbol oder das Hydrosymbol, wenn ihr eben das Hydro startet. Dann ist das alles für alle für eure Verbündeten, nicht für eure Gegner, nur für eure Verbündeten, sofort zu sehen, dass ihr diejenigen seid oder derjenige seid, der hier mit Hydroakustik gerade die Gegend absichert oder eben mit Radar versucht, die Schiffe aufzuklären. Das alles soll auch dazu führen, dass der Teamplay in den jeweiligen Teams besser wird und effizienter wird. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut funktionieren wird, weil man zum einen den optischen Hinweis hat und zum anderen den Chat-Hinweis hat und dann einfach eher mitbekommt, was um einen herum passiert. Man kann sich so noch viel leichter abstimmen, ohne nebenbei tausendmal zu chatten, wenn man mitten im Kampf ist. Darüber hinaus gibt es dann neue Detektionssymbole für diejenigen, die entdeckt werden. Nämlich hier einmal ein ganz normales Entdeckt sozusagen. Ja. Dann gibt es als nächstes Entdeckt via Hydroakustik. Dieses Symbol mit diesen Hörmuscheln oben drauf. Und dann gibt es als drittes Entdeckt via Radar. Ja, das ist dann dieses Radarsymbol. Du könnt ihr immer direkt als Zerstörer entscheiden, von welchem Verbrauchsmaterial bin ich jetzt entdeckt. Und dann darüber hinaus gibt es dann halt nochmal eine Ortung aus der Luft. Die sichere Erfassung ist quasi hier dargestellt, weil das Schiff ist ja hier nur 2 Kilometer weg, sogar weniger. Ja, und Ortung zu Wasser ist dann halt auch. Diese 5 Zustände gibt es ja und dafür gibt es immer individuelle Symbole. So. Als nächstes kann man dazu noch sagen, so final, wichtig ist, dass wenn ihr euer Radar startet, nämlich diese und dann diese 6 Sekunden Vorbereitungsphase, nenne ich es jetzt einfach mal, da laufen, dann müsst ihr sicherstellen, dass der Zerstörer in diesen 6 Sekunden auch immer in diesem Radarbereich bleibt. Fährt ihr nur eine Zehntelsekunde aus diesem Radarbereich raus, fangen die 6 Sekunden wieder von vorne an zu zählen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil das eben Verschwendung ist für euch, wenn zum Beispiel der Zerstörer ganz knapp nur in eurer Radarreichweite ist und dann aber schnell entfleuchen kann, wenn er die Anzeige bekommt, aufgeklärt durch Radar. Ja, also da müsste man unbedingt dann drauf achten. Der nächste Punkt bei uns in der Flaschenpost ist jetzt Wassereinbruch. Wie ist der Wassereinbruch denn aktuell?
Aktuell ist der Wassereinbruch so: Ihr könnt nur einen einzigen Wassereinbruch bei euch auf dem Schiff haben und ihr bekommt aktuell pro Sekunde, die der Wassereinbruch bei euch tickt, 0,667% eurer Gesamttrefferpunkte des Schiffes abgezogen. 90 Sekunden lang tickt der Wassereinbruch aktuell, wenn ihr keine weiteren Signalflaggen oder eben Gegenmaßnahmen mit dem Schadensbegrenzungsteam oder Reparaturmannschaft, also wobei die Reparaturmannschaft ja nur die Trefferpunkte wieder aufbaut, eben einsetzt. Ja? Und aktuell wird die Fahrt um 20%, also die Maschinenleistung um 20% vorwärts sowie rückwärts verringert. In Zukunft ist es so, dass ihr zwei Wassereinbrüche haben könnt, nämlich in der vorderen Sektion und in der hinteren Sektion. Aktuell, also in dem alten Modell, ist es ja so, ihr habt einen Wassereinbruch, der wird euch im Schiff angezeigt sozusagen, und ihr könnt auch nur einen Wassereinbruch haben. Der wird halt immer, wenn ein neuer Torpedo einschlägt, quasi wieder der Countdown resettet auf die 90 Sekunden, und dann schlägt er nach 30 Sekunden schlägt der nächste Torpedo ein, der euch wieder einen Wassereinbruch macht, wird wieder auf 90 Sekunden resettet und so weiter. Das ist also quasi ein sicherer Tod aktuell, weil ihr auch sehr, sehr viel Trefferpunkte verliert. In Zukunft wird es jetzt eben so sein, dass ihr pro Sektion einen Wassereinbruch haben könnt, aber nur einen. Das heißt, wenn in der Zeit, wo da Flutung ist, noch ein Wassereinbruch entstehen könnte, wird der Countdown auch nicht zurückgesetzt. Der vordere Wassereinbruch hier tickt 40 Sekunden und der hintere tickt 40 Sekunden. Egal, was in der Zeit dazwischen passiert. Ihr könnt dann zwar auch anfangen zu brennen, ja, könnt ihr, aber ihr könnt halt keinen nochmal erneuten Wassereinbruch, wo der Countdown resettet wird, bekommen. Darüber hinaus verkürzt sich die Zeit. Der Wassereinbruch zählt nur noch 40 Sekunden pro Sektion. Und den Schaden, den der Wassereinbruch anrichtet, ist reduziert. Nämlich bei Schlachtschiffen nicht mehr 0,667% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes, sondern nur noch 0,5. Bei Kreuzern von 0,667 auf 0,25, also mehr als halbiert. Und die Graf Spee bekommt eine ziemlich genaue Halbierung. 0,375 ist der neue Wert für den Schadensmultiplikator. Flugzeugträger ist dann 0,25. Es geht dabei auch nur um den Wassereinbruchschaden, nicht um den Aufschlagschaden. In dem Moment, wo der Torpedo euer Schiff trifft, also zählt ja auch noch diese Torpedoschadensverringerung und die Trefferpunkte pro Sektion im Schiff und so eine ganze Sachen, zählen da ja rein, wie viel Damage der Torpedo dann tatsächlich an euch verursacht, wie viele Trefferpunkte er abzieht. Es geht dabei nur darum, wie viele Trefferpunkte ihr verliert, während die Flutung aktiv ist. Damit will World of Warships unter anderem erreichen, dass das Schadensbegrenzungsteam halt auch bei Bränden nicht mehr groß zurückgehalten wird. Ja, dass man halt sagt, okay, Wassereinbrüche machen bei mir nicht mehr so viel Schaden, ich kann also auch schnell mal Brände löschen. Zum Beispiel. Und ja, werden wir sehen, ob das dazu beiträgt, diese Sache zu verbessern. Was sich auch noch verändert ist mit der neuen Mechanik, werdet ihr nicht mehr nur 20% Antriebsleistung verlieren, sondern wie folgt. 30% Antriebsleistung Verringerung bei Geschwindigkeit voraus und 60% bei Schubumkehr. Das heißt, ihr fahrt 60% langsamer und beschleunigt 60% langsamer und so weiter. Und ja, das ist eigentlich das, was man sagen kann. Bei der vollen Kraft voraus sind es eben 30% langsamer und ihr beschleunigt auch 30% langsamer, weil die Maschinen dementsprechend Schaden nehmen. So, das ist das, was man zum Wassereinbruch sagen kann. Ich bin gespannt, wie ihr das dann alles seht. Zu den beiden Mechaniken könnt ihr mir ja gerne schon mal Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das seht. Freut ihr euch auf die neue Mechanik oder freut ihr euch nicht darauf? Viele bei dem Überwachungsradar werden sicherlich sagen, sie wollen endlich, dass das Überwachungsradar nicht mehr durch Inseln durchgehen kann und solche Sachen. Ja, vielleicht kommt's ja. Schreit einfach laut genug, vielleicht hört Wargaming irgendwann auf euch. So, und weil wir hier jetzt mit dem Wassereinbruch und dem Überwachungsradar fertig sind, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist der PTS, also der öffentliche Test, der da läuft vom 14. Februar 17.30 Uhr bis zum 18. Februar 16.30 Uhr. Und da werden dann halt ein paar neue Sachen für Update 081, wie zum Beispiel eine neue Sammlung und so weiter, eben getestet. Auch das Überwachungsradar wird aktuell da schon ausprobiert. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich vom PTS definitiv berichten möchte. In der letzten Phase habe ich es nicht geschafft, euch davon zu berichten, aufgrund von einem privaten Termin.
Und ich muss euch leider mitteilen, dass auch jetzt für diese Phase vom 14. bis 18. Februar es relativ eng werden könnte, euch direkt live vom Testserver mal ein paar Sachen zu zeigen. Es gibt allerdings auch ein paar Sachen, wo ich sagen muss, es ist nicht so dramatisch. Ich sage mal, die Überwachungsradaränderung ist schon eine Sache, über die zu berichten gilt in dieser Form hier. Ja, auf dem Live-Server oder auf dem Test-Server kann man das halt als Einzelspieler auch sehr, sehr schlecht nachstellen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und was man unbedingt noch mitnehmen sollte, wenn ihr noch ein 32-Bit-Betriebssystem habt, dann ist es jetzt langsam an der Zeit, diese 32-Bit-Betriebssystem umzuändern, weil jetzt World of Warships mit diesem Update die öffentliche Unterstützung für 32-Bit-Betriebssysteme einstellen wird. Wenn ihr selber auf dem Testserver mit unterwegs sein wollt, dann lege ich euch hier ans Herz, euch hier zu registrieren, denn ihr könnt hier immer ein paar nette Signalflaggen, Tarnung und auch Premium-Spielzeit eben mitnehmen als Belohnung für eure Aktivität und dass ihr eben die Rückmeldung an Wargaming gebt. Ne, hier unten gibt es dann auch den Game Center zu installieren und wie man sich registriert. So, und dann kommen wir zur nächsten Runde. Und das ist dann das Thema 4, der neue Clan-Wettbewerb. Der neue Clan-Wettbewerb heißt Geplänkel. Und das Geplänkel hatte ich euch schon mal in einem der Livestreams vom Testserver vor einiger Zeit schon mal vorgestellt. Und ja, das erinnert uns doch an das Versorgungslinien-Event. Wie war es denn vorher? Vorher musste man sich über eine externe Seite eintragen, registrieren und ja, dann musste man gewisse Schadenszahlen bringen für bestimmte Klassen und für bestimmte Nationen. Das hatte den Nachteil, dass viele Spieler sich halt nur noch auf den Schaden konzentriert haben und erst dann teamdienlich operiert haben. Darum wurde in diesem neuen Gefechtsmodus Geplänkel, der jetzt dauerhaft in Zukunft verfügbar sein wird, immer jede Woche, sich was Neues ausgedacht. Und zwar müsst ihr jetzt eine gewisse Anzahl von Basis-EP erfahren. Und Basis-EP kann man nur in vielerlei Hinsicht erfahren. Und damit ist auch die Teamdienlichkeit wieder ein bisschen besser gewahrt. Wie läuft es denn jetzt? Also, ab dem 18. Februar 2019 findet jede Woche ab Montag sozusagen ein Geplänkel-Wettbewerb statt. Immer in der Woche davor könnt ihr euch wieder die Woche darauf bewerben. Und zwar geht es dann so, dass ihr euch quasi, ich sage jetzt mal am, keine Ahnung, was nehmen wir für ein Datum, am 8. für diese Runde am 14. hier bewerbt. Und dann gibt es eine Vorbereitungsphase. In der Vorbereitungsphase gibt es eine Aufgabe für den gesamten Clan, eine gewisse Anzahl von Erfahrung zu sammeln. Und diese Bedingungen sind abhängig von der Größe des Clans, von der Aktivität des Clans und nur ausgenommen davon sind Übungsgefechte. Das heißt, ihr könnt jeden Gefechtstypen nehmen und immer werden die Base XP jeden Spielers dahin zugezählt. Wichtig ist noch zu erwähnen, jeder Spieler hat nur einen bestimmten Einfluss auf diese Base XP. Ihr könnt nicht 100 Gefechte machen und die zählen da alle rein, sondern es gibt nur eine gewisse Grenze, die hier aber nicht näher erwähnt wird. Ja, also jeder Spielerbeitrag ist begrenzt, steht hier nur. Ja, je mehr aktive Spieler euer Clan hat, desto einfacher ist es, deshalb das gemeinsame Ziel zu erreichen. In der Zeit ist das hier in verschiedene Etappen unterteilt. Ihr seht sie hier 50 Öl, 150 Öl, 250, 350 Öl, ne, die ihr jedes Mal bekommt, wenn ihr eine Etappe erfüllt habt. Das wird auch nicht sofort ausgeschüttet, sondern immer erst am Ende der Eventwoche sozusagen, also an dem Montag danach, wenn man so sagen möchte. Da seid ihr dabei. Ich kann nur jedem empfehlen, sich sowieso generell zu bewerben, auch wenn er die Vorbereitungsphase nicht schafft, weil es einfach zusätzliches Öl generiert. Auch wenn ihr meinetwegen nur die dritte Etappe geschafft habt. Und ja, wer kann sich bewerben? Der Kommandant und die stellvertretenden Kommandanten eines Clans können dann hier auf den Reiter des Clans gehen und dann gibt es hier an der Seite die Möglichkeit, Naval Battle auszuwählen und dann halt reinzuklicken, teilnehmen und fertig. Nach der Vorbereitungsphase, nachdem ihr diese Qualifikationsphase erfolgreich überstanden habt, gibt es quasi den sogenannten Waffengang. Und der gilt dann immer von Freitagmittag bis Sonntagabend und dann landet ihr in einer solchen Tabelle und hier gibt es dann die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen. Also hier zum Beispiel für japanische Zerstörer 300 Base XP zu machen oder für japanische Cruiser, Kreuzer in dem Fall 300 Base XP, für japanische Schlachtschiffe 900 Base XP.
und für Kehrer wieder 300. Jedes Mal, wenn man einmal dieses Ziel erreicht, bekommt man oben einen Stern gutgeschrieben. Und das ist eigentlich die Wertung, weil ihr da quasi immer gegen einen anderen Clan antretet und derjenige, der am Ende mehr Sterne gesammelt hat, also der Clan, der aktiver war und erfolgreicher vor allen Dingen, bekommt immer mehr Sterne und der bekommt dann auch die Krone, nämlich das Öl. Welches Öl könnt ihr jetzt hier ganz genau bekommen? In der Vorbereitungsphase sind bis zu 800 Öl drin, indem ihr alle Etappen erfolgreich schafft. Für alle 10 Sterne, die ihr in dem Waffengang erhaltet, also das, was ich eben schon sagte, umso mehr Aufgaben ihr erfüllt, desto mehr Sterne sammelt ihr. Habt ihr 10 Sterne zusammen, gibt es 50 Öl Bonus. Habt ihr dann 20 Sterne, wieder 50 Öl. Habt ihr 30, wieder 50 Öl und so weiter. Am Ende des Waffengangs gibt es einen Sieger, einen Unentschieden oder eine Niederlage. Siegt ihr, erhaltet ihr nochmal 700 Öl. Habt ihr einen Unentschieden, gibt es 400 Öl. Und gibt es eine Niederlage, habt ihr nur 300 Öl. Aber in allen Fällen habt ihr immer Öl on top hinzubekommen. Also zusätzlich zu dem üblichen Ölverdienst, den ihr im Clan habt. Ja, also auf jeden Fall wieder eine super spannende Geschichte, diese ganze Nummer. Ich bin gespannt, wie es von euch angenommen wird. Was sind eure Gedanken dazu? Das würde mich noch interessieren. Und dann kann man dazu noch sagen, was ich fast vergessen hätte. Ihr könnt hier eure Teilnahme, also ihr könnt euch auf diesen Reiter einwählen und dann könnt ihr sagen, ja, ich nehme teil oder nein, ich nehme nicht teil. Und das könnt ihr nach jedem Gefecht ein- und ausschalten. Nach jedem Gefecht, nicht während das Gefecht noch läuft. Und das ist zum Beispiel eine ganz tolle Sache, wenn man nicht zum Beispiel irgendwie sagt, okay, ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben, ich will jetzt hier aber nicht die Versuche vermasseln, dann schalte ich diese Sache aus. Wenn ich dann aber sage, okay, ich fühle mich jetzt gut und jetzt möchte ich genau meine 10 Punkte nutzen, dann schalte ich es ein. Weil ihr habt nämlich nur 10 Versuche. 10 Versuche pro Spieler, hier 10 Aufgaben zu erfüllen. Ne? Nicht jeder Spieler wird es wahrscheinlich schaffen, hier gleich am Anfang 10 erfolgreiche Versuche zu haben. Vielleicht ist es am Anfang leichter als am Ende. Das mag alles sein. Aber wichtig ist, dass ihr möglichst viele eurer Versuche in Punkte umwandelt. Also, wenn da 10 Versuche stehen, dann sollten hier auch 10 Punkte stehen. Wenn ihr der erste Spieler wart, der was probiert hat. So, und dann kann man auch darauf hinweisen, dass es hier ein paar Sachen gibt, die zu beachten gilt. Also ihr könnt durchaus mit Zerstörern der gleichen Nation in einem Gefecht fahren. Ja, wenn ihr genug Base-XP-Unterschiede habt. Wenn jetzt die Aufgabe ist, ihr müsst 1000 Base-XP erfahren und der erste Spieler in eurer Divi hat 1000 XP erfahren, dann erfüllt ihr damit die Aufgabe. Wenn dann der Abstand des zweiten Fahrers zum ersten Fahrer noch stark genug ist, also er als Beispiel jetzt 1200, 1300 Base XP gemacht hat und die nächste Stufe 1100 wäre, habt ihr in einem Gefecht beide Aufgaben auf einmal erfüllt. Sollte es so sein, dass einer diese Aufgabe oder dass diese Sachen sich nicht stark genug unterscheiden, ja, dann ist es eben so, dass immer nur der niedrigste Wert, der diese Schwelle gerade so geschafft hat, zählt. Und das andere ist ein vergebener Versuch. Also ihr könnt euch das hier auch gerne nochmal alles genau durchlesen, wann, wie was zählt. Was man noch sagen kann, sollte ein Spieler während dieser Phase, während des Waffengangs oder der Vorbereitungsphase aus dem Clan ausgeschlossen werden, dann zählt seine Sterne, die er auch danach fährt, immer noch mit in den Clan hinein. In den alten Clan sozusagen, so lange wie die Woche aktiv ist. Nach der aktuellen Woche kann er dann in seinem neuen Clan möglicherweise aktiv werden. So, und das war eigentlich alles, was man zu dem Geplänkel jetzt sagen kann. Ich denke, ich habe hier alles erfasst und alle wichtigen Punkte hervorgehoben. Ich habe schon mal im Spiel geguckt, noch gibt es diesen Reiter Naval Battle nicht. Oder Geplänkel, sodass man sich da schon aktiv bewerben kann. Aber ihr solltet die nächsten Tage mal Ausschau halten, weil normalerweise sollte das ja dann für die nächste Woche verfügbar sein. Weil ab 18. Februar geht es ja los. Steht hier zumindest. Ja, es kann natürlich auch durchaus sein, dass erst ab 18. Februar der Button verfügbar ist, wo man sich dann bewerben kann. Und der Woche drauf geht's los. Das steht jetzt hier nicht so ganz konkret. Ja, also das ist jetzt eine kleine Mutmaßung. Okay. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und bitte um euer konstruktives Feedback, um eure Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, euer Abonnement, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet und wenn ihr Freunde habt, die uns noch nicht kennen, gerne auch eine Weiterempfehlung. Und so weit leben wir als Hobby-Streamer und
Hobbyfilmer hier sozusagen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wie immer die Einladung, lasst mir eure Gedanken da. Unter dem Video ist ein riesen Kommentarbereich, da könnt ihr drunter schreiben, was ihr zu den verschiedenen Themen denkt. Wie gesagt, auch herzlich nochmal die Einladung, konstruktives Feedback dazu lassen. Wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn euch irgendwas besonders gut gefällt oder ihr noch eine Idee habt, was man machen könnte, dann einfach drunter schreiben. Ich lese mir alle Kommentare in der Regel durch, während meiner Bahnfahrt zur Arbeit oder von der Arbeit zurück. Da bin ich dann immer mal aktiv und schreibe den einen oder anderen Satz darunter oder ihr kriegt mein Herz oder meinen Daumen. Ne? Denn auch ihr kriegt Daumen für eure Kommentare. So, das soll es jetzt aber gewesen sein von meiner Seite. Ich danke für eure Zeit und bis zum nächsten Video hier auf dem Sieghaus-Kanal. Euer Sieghaus-Team, euer Marara. Ciao, ciao.